Ich weiß nicht, irgendwie mag ich Michael. Wirklich, ich mag ihn irgendwie sehr gerne, auch wenn er genau wie die anderen irgendwie einen an der Waffel hat. Aber irgendwie finde ich ihn sehr sympathisch, muss ich schon sagen. Ach, wir sind immer noch im Job drin, oder was? I had a wonderful time, Trevor. But we both know I made a vow to my husband. I know! You have a great pain inside you, but you are a beautiful man. I've never been so happy and so sad in my life. You have a beautiful way with words. For some reason, everyone I love abandons me. I am not abandoning you. I am going home. Street you! I know. Papa Twitcher zum Farmhaus. Ist Trevor gerade, zeigt er wieder magische Züge das zweite Mal. Ich bin erstaunt. Übrigens, ich werde die Dinge einfach wieder in zwei Folgen trennen. Weil wir jetzt sind wir schon bei 27 Minuten, dann mache ich das? Ja, komm. Die Mission, die geht ja noch weiter und mal schauen, wie ich das denn mache. Weiß ich ja natürlich wieder erst im Nachhinein, aber ich denke mal, ich werde einfach dann bis die zweite Folge auch noch voll machen und dann einfach einen Schnitt machen. Aber das habt ihr jetzt wahrscheinlich sowieso schon gehört und fragt euch, was klabbert ihr da, wen Schwachsinn? Wir sind doch schon in der neuen Folge. Aber naja, egal. Wir sind bald am Farmhaus und ich kann nicht glauben, dass das so einfach sein wird. Weil er scheint ja wirklich Gefühle für Patricia zu haben. Und ich vertraue, Martinez nicht. No. Stay. You better treat her right, man. I will, amigo. Otherwise, the other ear. Of course. The way I see things, you and me and Michael, we're friends now. Good friends. Such good friends that we will make a great effort to avoid one another. That's fucking perfect. Thank Michael for the statue. It is exquisite. Yeah. Yeah, I will. Oh man, Achtung, ja. Darfst du gerne machen. Bestanden. Affige Angelegenheit. Schockierend. 7 von 8. Okay, hätte noch einen mehr machen sollen. Treffergenauigkeit 58%. Missionszeit 24 Missionen, aber immer noch Silber. Dann schauen wir mal auf die Karte, was wir jetzt alles für Missionen haben. Wir können, glaube ich, wieder in die Stadt, oder? Tatsächlich. Immobilie, Doc, Sonardienst, da ist ein Free, kann das sein? Dann würde ich sagen, springen wir mal zurück zu Michael. Michael, unser Freund Michael, und dann gehen wir mal mit ihm zu dem Freak mitten im Regen. Und dann können wir tatsächlich wieder zurück zu Los Santos fahren, was mich natürlich sehr freut. Wir sind schon wieder da, oder? Das sieht zumindest aus wie Los Santos. Vertrautes Heim. Glück allein. Wunderbar. Mensch, sind wir lange weg gewesen, aber jetzt sind wir wieder da und die Sonne scheint und das regnet trotzdem. Wunderbar. Pull it together. Fuck. Oh Mann. Unser schönes Haus, aber alle sind noch ausgeflogen, auch wenn der irgendwas immer noch da brennt an Licht. Aber wir können es mal wieder umziehen. Unglaublich. In unserem eigenen Bett schlafen. Was sagt die Uhr? 6.33 Uhr. Früh am Morgen. Heute, wir können wieder unsere Anzüge anziehen. Oh, guck mal hier, Anzüge. Schwarzer Anzug, Sackos, weißes Sportsacko. Kann man eigentlich Krawatten tragen mittlerweile? Nein, Anzugwesten. Können wir welche kaufen irgendwann mal? Ich weiß es nicht. Achso, natürlich noch Schuhe. Schuhe nicht vergessen.
Immer die Klapperschlangen-Slipper. Aha, wir fühlen uns wieder wie ein Mensch, ist das unglaublich. So, Karte. Select. Und Fremde und Freaks. Das ist ja bei unserem Laden. Wie viel Geld haben wir eigentlich jetzt? Immer noch nicht mehr, oder? So ein bisschen mal was mit Aktien machen, denke ich. So mal gucken, wie wir da am besten dran gehen. Da steht unser Auto wieder. Unser Auto ist wieder da. Dann unser anderes steht noch in der Garage. Das lassen wir erstmal da stehen. Aber wir fahren jetzt mit unserem eigenen Auto, das wir lange nicht mehr hatten. Neue Ware, frisch im Laden eingetroffen. MG, Minigun, Elektroschocker und Fallschirme. Wir sind stolz, unsere Kunden das MG anbieten zu können. Verschiedene Farbtöne, ja okay, die haben wir ja schon gekauft. Und auch die Minigun haben wir im Gepäck. Dass wir mal hier ordentlich weiterfahren. Sorry. Was hat er mit meinem Auto gemacht? Der hat mein Auto verändert. Was ist das für ein Sack? Oh Mann, unser Auto war doch so toll vorher. Das habe ich doch schon extra aufgearbeitet gehabt. Oh Mann. Naja, werden wir wieder natürlich anpassen. Damit das wieder in einem ordentlichen Status ist. Was haben wir hier wie ein Gebäude eigentlich? Ich guck mal gerade auf die Karte. Können wir uns das leisten? Tequila, 2 Millionen können wir uns nicht leisten. Dann nehmen wir das auch nicht. Mal schauen, wahrscheinlich kann man am besten Geld mit Aktien machen, oder? Aber da kann man sich auch sehr schwer spekulieren. Oder verspekulieren. Deswegen müssen wir mal überlegen, vielleicht auch ein bisschen tricksen, wenn der nächste Mal, oder falls Franklin nochmal eine Mission von Lester bekommt, könnten wir einfach die Mission abbrechen, zu Michael umwechseln und zu allen eigentlich umwechseln, jede Menge von den Aktien kaufen, Mission durchführen, warten, bis der Kurs ein bisschen gestiegen ist und mit jedem das Ding verdammt nochmal wieder verkaufen und dann haben wir wenigstens ein bisschen was an Gewinn gemacht. Ja, ansonsten, keine Ahnung, ich wüsste echt nicht, was wir sonst machen sollen. Komm, fahr mal hier vorbei. Tschüss, hallo. War schön mit euch. Boah, ich will mein Auto wieder haben. So wie es vorher war, es war doch schon so schön angepasst. Auf meine Bedürfnisse. Auf meine alleine. Naja, aber wir haben ja einen schönen anderen Audi noch in der Garage stehen. Der sollte es ja dann auch tun. Aber ich habe Angst, wenn wir den nicht in der Garage lassen, wird der... Ich mache mal einen Moment wieder... Sorry dafür, also ich habe Angst, dass wir den, wenn wir ihn so oft rausnehmen, dass er einfach weg ist, wenn wir dann ihn vergessen mitzunehmen oder Missionen damit machen oder sonst irgendwas. Wenn wir mal einfach so damit rumfahren, okay, dann kann es von mir aus so sein, aber so. Wartet mal, wisst ihr was? Wir sind ja so auf dem Weg da runter. Ah, das ist aber schon ein Umweg. Vielleicht machen wir das einfach auf dem Weg zurück und fahren wir mal bei Franklin seinen Laden vorbei. Vielleicht kostet es uns dann auch nichts, weil wir ein Dick Buddy auf Franklin sind. Mal schauen, oder? Ich glaube, den Fremden Freak, das schaffen wir nicht mehr in der Zeit. Dann machen wir das jetzt, würde ich sagen, und fahren danach zum Fremden und den Freaks. Zum neuen Fremden, zum neuen Freak, wie auch immer, oder was auch immer er sein wird. Machen wir aber noch. Weil ich würde ihn mal gerne vor den Missionen machen, einfach. Keine Ahnung, ich habe halt Angst, dass ihm nachher weggehen. Mal, glaube ich, bei... War das bei Red Dead Redemption, dass die weggehen konnten? Dass sie nachher verschwunden waren? Teilweise? Ich weiß es nicht mehr, oder? Ich glaube, die waren dann zeitweise weg, dann waren sie wieder da. Ich weiß es nicht mehr. Ist etwas lange her. Ich glaube, da habe ich die aber auch immer zuerst gemacht. Ich glaube, da stand sogar dabei, dass die verschwinden könnten. Deswegen habe ich die immer zuerst gemacht. Bevor ich eine Mission gemacht habe. Ja, Red Dead Redemption habe ich auch durchgespielt. Auch ein wunderschöner Titel von Rockstar. Gefiel mir ehrlich sein auch besser als GTA 4. Ich bin einer von denen, die GTA 4 überhaupt nicht so wirklich gemocht haben. Weil ich weiß nicht, also die Story hat mir absolut überhaupt nicht gefallen. Das ist irgendwie... Vor allem hat mir Niko Bellic nicht gefallen. Also alle, die Sympathisanten von Niko sind, sorry, aber ich mochte ihn einfach absolut überhaupt nicht. Was? Womit soll ich dir helfen? Ja, ich komme ja schon rüber. He's gonna kill me. Can you please give me a ride? I can't do it. I can't marry him.
Ja, dann check einfach die Kürze. Okay, calm down. I'll take you. Just get me out of here, please. I live in Vinewood Hills, Kimball Hill Drive. Was? Jetzt soll ich wieder zurückfahren? Ach, ihr seid doch bescheuert. Ach, Mann. Oh God, thank you so much. I was starting to think nobody was going to stop. People see a girl screaming in a wedding dress and they assume crazy. He's the crazy one, not me. Talk about anger issues. No, I couldn't go through with it. I'm not ready. Ugh, just the thought of waking up next to that caveman every morning for the rest of my life. Oh my God, no, I think that's him. He's coming after me. Was? Was soll denn das? I'm done with you. Was soll denn das? Get me away from him, please. I can't go back there. Der kommt noch mit dem Hammer. He doesn't seem to be taking it too well. Das hört überhaupt nicht. Das ist nur. So. Nein. That's not what I meant. You're crazier than he is. Dann lauf uns doch mal hinterher. Oh, natürlich. Oh my God. Was denkst du denn? Oh no. Nein, jetzt läuft sie weg. Jetzt läuft sie weg. Ah, du Scheiße. Hilfe. Nein, ich gehe nicht aus dem Auto raus. Okay, die Mission haben wir wohl nicht so ganz geschafft, weil wir dann ein bisschen zu verrückt für sie waren. Muss auch mal sein, muss aber verrückt sein. So, tschüss. Und man hält mit euch. Ich hoffe, wir können überhaupt jetzt rein. Wo war denn das? Das war weiter hier hinten, ne? Ah, verdammt. Ich glaube, jetzt können wir nicht. Ich glaube, da kommen wir nicht mehr dran. Nee. Ich stoppe nicht, du Sackgesicht. Okay, da fahren wir ein bisschen Offroad. Wie habe ich denn jetzt schon wieder gesehen von den Säcken? Mann. Oh, wow. Hä, wer sieht mich denn da? Hallo? Wer von denen sieht mich denn? Ich weiß es nicht, wer von denen mich da jetzt gesehen haben soll. Können sie sich auch selbst in ihr Brot schmieren, wer mich da gesehen hat? Ist mir egal. Ich glaube eh nicht, dass sie mich gesehen haben. Was soll? Jetzt fahren wir ein bisschen im Kreis. Das soll mir auch egal sein. Nicht gegen den Baum fahren. Mann. Das ist alles, weil unser Sohn mal unser Auto so kaputt gemacht hat. So hässlich gemacht hat. Was? Wie fahrt ihr denn lang? You crazy guys. Ich wollte gerade sagen, das kann aber jetzt aber mal weggehen. Absolut, das kann jetzt mal weggehen. So, da müssen wir hin. Wow, ich glaube, hier kann man cool mit dem Motocross-Bike rumfahren, oder? Müssen wir mal ausprobieren. Komm, fahr mal hier lang. Durch den Matsch komm ich jetzt irgendwie. Achso, das können wir umrahmen. Dann sind wir ja schon fast wieder auf der Straße, wenn wir hier lang fahren. So. Hallo Polizei. Na, kennt ihr mich noch? Gerade eben habt ihr mich noch gesucht, jetzt fahre ich an euch vorbei und es ist euch scheißegal, obwohl mein Auto immer noch dasselbe ist. Ja, ein bisschen unlogisch, aber habe ich ja schon mal gesagt, das ist mir eigentlich auch egal. Er muss es dem hier ja nicht unnötig schwer machen. Finde ich zumindest. Hallo. Das ist das Auto, was Trevor auch hat. Zumindest recht ähnlich, ne? Oder? Das könnte sogar dasselbe sein. Oder gibt es jemanden, der das exakt dasselbe Auto fährt wie die drei? Habe ich bis jetzt, glaube ich, sonst noch nicht gesehen. What's going on there? Was ist hier los? Oh,
Was ist denn hier los? Oh, 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 lauf, 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 Michael, lauf, Michael, lauf, Michael, lauf, Michael. Und schon wieder die Bulle am Arsch. Nein, nicht wieder die Bulle am Arsch. Aber wir fahren einfach weg. War das Drive? War das Drive, ehrlich? Also der Film mit Ryan Gosling? Kennt ihr ihn? Und übrigens ziemlich cooler Streifen, aber war das nicht die Szene, wo er mit dem Vater von dem Sohn der Frau, in die er so ein bisschen verschossen ist, dann hingeflohen, mit durchgeführt hat, wo die dann verraten wurden, so ein bisschen? Ist das die Szene? Oh, eine Hütte im Wald. Cabin in the Woods. Okay, der Wald ist hier ja nicht wirklich, aber war das jetzt die Szene? Ich glaube schon, oder? Außer aus Zweif jetzt natürlich, nicht aus Cabin in the Woods. Ich hoffe nicht, dass es hier so komische Dämonen und Götter und so einen Schrott gibt. Oh oh. Oh oh. Square fällt ein, ist alles, was uns bleibt. Und da ist die Polizei schon weg. Aber wir haben das Geld gesammelt und konnten entfliehen. Das ist doch toll, finde ich zumindest. Boah. Mal gucken, was er jetzt aus der Schrottkarre gemacht hat. Also aus unserer coolen Karre gemacht hat. Wahrscheinlich eine richtige Schrottkarre. Felgen sind auf jeden Fall Mist. Die müssen runter. Sorry, aber das geht nicht. Und ich will meine mitternachtsblaue Farbe wieder haben. So viel Geld, die wir da investiert haben, und er macht da uns einfach eine Schrottkarre. Mann, Mann, Mann. Böser Bengel. Nur wegen so ein bisschen Bling, Bling. Das sieht doch bescheuert aus. Das sind wir mit so Dollarnoten am Auto. Ich weiß, wir sind wieder ein bisschen am Überziehen. Soll mich aber auch gerade nicht stören. Komm, fahr mal hier vorbei. Denn wir sind ja fast da. Dann können wir das Auto noch anpassen und dann sagen, komm, Folge ist vorbei. Dann haben wir wenigstens alles das gesehen, was ich euch zeigen wollte. Wo war denn das? Ach ja, hier. Hallo. Kriege ich einen Rabatt, weil ich Franklins Kump-Buddy bin? Ich hoffe doch mal. Okay, er muss trotzdem Geld bezahlen. Alles wieder auf... Alles wieder auf... wieder auf Anfang. Wir nehmen die hier. Carbon. Heckdiffuser. Okay. Sport-Heckstoßstange. Wir nehmen einfach das Sportding. Okay, Motor hat er nicht verbessert gehabt. Doppelrohrauspuff. Den kann er ruhig behalten. Das ist okay. Kotflügel. Nehmen wir die Chrom-Kohlflügelrahmen wieder. Den können wir ja Chrom-Kühlergrill, Gitterkühlergrill, geteilter Gitterchromflügel, Sportkühlergrill. Dann nehmen wir den, oder? Motorhaube, Doppeleinlass? Nein. Mhm. Hochleistungsmotorhaube. Motorhaube. Ah, da können wir ruhig unsere behalten. Hupe. Das ist doch crazy! Die behalten wir natürlich. Nummernschild geht wieder auf schwarz. Lackierung Primärfarbe matt. Mitternachtsblau muss er sein. Sekundärfarbe matt. Mitternachts violett mal wieder. So, wir hatten auch noch irgendwo Dach. Genau. Dann nehmen wir das Carbondach. Müssen wir eigentlich auch für die Motorhaube. Carbon nehmen. Ich glaube, wir nehmen die Hochleistungshaube. Hupe, Scheinwerfer, Nummernschiff, Dach, Seitenverkleidung. Was haben wir da noch? Ja, da können wir die Sport dringen lassen. Spoilerlippe haben wir gerade drin. Ein Carbonflügel, ne, sowas brauche ich nicht. Riesiger Spoiler, Spoilerlippe. Spoilerlippe können wir mal lassen. Federung, Wettkampf, natürlich. Getriebe, Renngetriebe. Oh, jetzt geben wir wieder Geld aus. Mann, Mann, Mann. So, Felgentyp. Kein Lowrider. Muscle Car, Gelände, Sport. Das ist eine Limousine, da können wir ruhig mal einen Lexus nehmen. Shadow, Hyper.
Blade. Diamond. Ja, das war für Weiber, oder? Diamond, also jetzt, sorry, für Weiber oder sowas. Chrom. Solar. Oh, die gefallen mir. Ich nehme mal die hier. Felgenfarbe. Was hatten wir denn da? Dunkelbraun, gelb. Mhm. Babyblau. Anthrazit, schwarz. Flammenrot. Paradiesapfelrot. Sonnenuntergangsrot. Sonnenaufgangsorange. Dunkles Kupfer. Dunkles Elfenbein, Bronze. Okay, Wüstenbeige. Gott, was nehmen wir denn da? Graublau, Mitternachts, Lila, Legierung. Rot. Rot gefällt mir eigentlich nicht so sehr. Orange. Komm, wir nehmen Orange. Einen Moment. Ah, musste ich ein Nieserchen von mir weglassen. Haben wir schon natürlich schon drin. Wir haben die Tütingreifen drin und wir nehmen natürlich den roten Qualm dieses Mal. Und ich würde sagen, so lassen wir unser Auto von Michael. Es ist wieder ordentlich. Es gefällt mir wieder. Es macht mir wieder Spaß, damit zu fahren. Aber damit beende ich jetzt die zwei Folgen hintereinander, die wir gesehen haben. Sie kommen natürlich nicht hintereinander, also das nicht. Aber wir haben jetzt schon 48, also mache ich zwei Folgen mit 24 oder sowas. Mal schauen. Aber wie gesagt, das war's jetzt dieses Mal von GTA. Ich hoffe, euch gefallen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder mit unserem neuen Auto, mit Atomic-Reifen, mit neuen Felgen, mit neuer Farbe, mit Carbon und viel, viel, viel Spaß. Bis dahin, euer Moscher.